Im Schutz der Dünenvegetation lebt der Tril, ein unauffälliges Tier, das sich menschlichen Blicken meistens erfolgreich entzieht. In den Dünen von Keramoti, im Hintergrund die Inseln Tassopula und Tassos, gelingt es mir, das Familienleben des heimlichen Vogels zu filmen. Der Tril baut kein Nest, sondern legt seine Eier auf den blanken Sandboden, in eine flache und notdürftige Mulde. Wie ein Geist bewegt sich der Tril durch die Düne. Die großen, reptilienartig starrenden Augen verraten uns, dass sich das Leben des Trils hauptsächlich nachts und während der Dämmerung abspielt. Nur in der Brutzeit ist er auch tagaktiv. Der Tril ernährt sich überwiegend von Kleintieren, wie von Würmern, Schnecken, Spinnen, Insekten und deren Larven. Die wohl schönste Pflanze der Dünen ist die seltene Strandnarzisse, eine europaweit bedrohte Art. Ein großer Moment ist gekommen. Nach einer Brutzeit von 3,5 Wochen schlüpfen die jungen Trile. Mit nassem Gefieder, doch trocknen sie schnell. Schon im Alter von wenigen Stunden beginnen die Küken damit, die Umgebung zu erforschen. Die kleinen Trile sind Nestflüchter, doch erst mit etwa 1,5 Monaten selbstständig. Die helle Innenseite des Eies könnte den Standort des Nestes verraten. Die Schale wird daher fortgetragen. Nicht nur beim Bebrüten der Eier, auch beim Betreuen der Küken wechseln Männchen und Weibchen sich ab. Der Altvogel hat eine Schnecke herbeigebracht. Mit ihrer Hilfe erteilt er dem Küken Unterricht. Das Kleine soll lernen, dass Beute beweglich sein kann und gezielt aufgepickt werden muss. Immer wieder wird deshalb die Schnecke fallen gelassen. Das Geschwisterchen. Es begnügt sich mit der Rolle des Zuschauers.
Der Unterricht ist erfolgreich. Das Küken hat die Lektion verstanden und frisst das erste Beutetier seines Lebens. Eine mit Sand verklebte Gehäuseschnecke. Das ältere Küken ist 19 Stunden alt, das jüngere 16 Stunden. Da werden die Kleinen schon in die Weite der Düne geführt. Zum Nistplatz kehren sie nicht mehr zurück.